Ich will aber Ihnen eine Beobachtung nicht vorenthalten, die ich gemacht habe. Wir haben in dem Teil davor Sie ja unter anderem darüber abstimmen lassen, wie Sie diese drei Kernpunkte Wirtschaft, Mensch und Umwelt gewichten. Und da war die klare Antwort auf Platz 1 Mensch, dann die Umwelt und dann die Wirtschaft. Wenn ich mir jetzt die Teilnehmerzahlen in den Foren angucke, war es da genau umgekehrt. Die meisten Teilnehmenden dann doch am Ende bei der Wirtschaft, knapp gefolgt dann von der Umwelt und etwas abgeschlagen, das so wichtige Thema Mensch. Ich interpretiere das natürlich mal positiv. Sie haben uns erst gesagt, da ist großer Nachholbedarf, da ist großer Diskussionsbedarf. Und dann sind Sie entsprechend in die Foren gegangen. Wir wollen uns jetzt angucken, was in den Foren passiert ist. Und dazu gehe ich dann zu den einzelnen Moderatoren der Foren. Also wir hatten dann auch schon die, gerade in dem Dorfladen, die starke Beziehung zum Thema Mensch. Also dass dieses soziale Vernetzen miteinander, wirtschaftliches Denken, ja. Auch wenn es tatsächlich wohl schwierig ist, Frau Scheinbach sprach von einer finanziellen Herausforderung. Aber es geht eben dann tatsächlich auch, diese Menschen dort mitzunehmen und uns dort eben dann auch den Ort zu präsentieren, auch übrigens im Internet. Das andere Beispiel war tatsächlich, wie bekommen wir Bielefeld, wie bekommen wir Menschen in die Innenstadt hinein? Also das geht jetzt gar nicht mehr, also wir kommen weg vom Shoppen, wir kommen weg von diesem klassischen Innenstadtbild. Sondern wie bekommen wir neue Zielgruppen in die Innenstädte hinein? Und dafür war das ein schönes Beispiel. Dann haben wir längere Zeit diskutiert. Eine Dame hatte das Thema aufgeworfen, die Innenstadt als Kulturgut müssen wir erhalten. Das fand ich sehr wichtig. Diese europäische Stadt, und da hat ja die deutsche Innenstadt ja auch nochmal irgendwie nochmal einen besonderen Punkt. Also wie können wir diese als Kulturgut erhalten? Und dann verknüpft das Ganze eben dann auch mit der Frage auch immer, da habe ich so ein bisschen den Bad Boy gemacht, wo ist das Geschäftsmodell? Irgendwann muss irgendeiner dafür bezahlen. Und wer ist das denn eigentlich wofür? Die Innenstadt als Kulturgut müssen wir erhalten. Das fand ich sehr wichtig. Diese europäische Stadt, und da hat ja die deutsche Innenstadt ja auch nochmal irgendwie nochmal einen besonderen Punkt. Also wie können wir diese als Kulturgut erhalten? Und dann verknüpft das Ganze eben dann auch mit der Frage auch immer, da habe ich so ein bisschen den Bad Boy gemacht, wo ist das Geschäftsmodell? Irgendwann muss irgendeiner dafür bezahlen und wer ist das denn eigentlich wofür? Ja, und danach kam eigentlich die alles entscheidende Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit unserer postpandemischen Innenstadt und den Menschen? Gibt es ein weiter so oder war das jetzt wirklich der Katalysator, der dafür gesorgt hat, dass alles im Umbruch ist? Aber ein paar Dinge bleiben eigentlich gleich vor und nach der Pandemie. Das ist nämlich eigentlich die Sehnsucht nach Begegnung. Das merkt man jetzt schon, auch wenn die Geschäfte noch gar nicht alle aufhaben. Die Leute strömen doch in die Stadt, weil das ist eigentlich der Bezugspunkt, wo man sich trifft, wo man sich aufhält, wo man konsumieren, aber eben, und das war auch wichtig in der Diskussion auch, nicht nur konsumieren kann. Also konsumfreie Räume, ein Stück weit auch Entkommerzialisierung der Innenstadt war ein großes Thema. Genauso auch weitere Bestandteile eben, auch der Einzelhandel und die Gastronomie, aber natürlich auch die Kultur und das Thema Identität spielte eine große Rolle. Und da kam auch nochmal der Hinweis, und vergesst die Stadtteile nicht, weil in manchen großen Städten, gerade im Ruhrgebiet, ist es so, da hat auch ein Stadtteil 25.000 Einwohner und ist eigentlich der Bezugspunkt für die Bevölkerung und nicht unbedingt das Zentrum der Hauptstadt. Ansonsten Stadt eben als das öffentliche Wohnzimmer, also Innenstadt als das öffentliche Wohnzimmer, was man auch hegen und pflegen muss. Und eben, dass man sich Urbanität bei Amazon nicht liefern lassen kann. Also das ist eben auch der Vorteil, dass wir unsere Innenstädte, unsere europäischen Innenstädte haben, bewahren und halten soll und dann eben auch einen Transformationsprozess organisieren müssen. Und dann eben auch mit anderen Menschen, die sonst bisher nicht miteinander gesprochen haben, aber auch Stadt machen, die zu vernetzen. Letztendlich in beiden Fällen auch die Frage, wie gehe ich eigentlich interdisziplinär an diese Themen heran? In den Niederlanden, das war eigentlich wirklich so hervorragend als Beispiel, weil der Prozess an sich, und das war etwas, was im gesamten Forum immer wieder anklang, also neben den harten Maßnahmen, wie gehe ich eigentlich um mit den Anforderungen, die praktisch die Umweltveränderungen an uns stellen in den Innenstädten, CO2-Neutralität als große Herausforderung für uns alle, was heißt das eigentlich für die Innenstädte? Ging es aber auch ganz stark um den eigentlichen Prozess. Von daher hatte ich immer den Eindruck, es geht auch ganz stark um die Menschen, die da mittun und die es nachher eben erstens akzeptieren müssen und zweitens umsetzen müssen.
Da waren die Niederlande insofern ein tolles Beispiel, weil zum einen tatsächlich die ja in einem Co-Creating oder Co-Creation-Prozess quasi von Anfang an die direkt Betroffenen eingebunden worden sind, also quasi die Wirtschaft vor Ort mit eingebunden worden ist in die Entwicklung, zu sagen, wir brauchen auch diese Local Heroes, also wir brauchen Menschen, die praktisch schon Werthaltung neu definieren, die eben neben quasi einer reinen, Sie haben es vorhin angesprochen, Herr Marquardt-Kron, wo ist praktisch das Geschäftsmodell? Das brauchen wir natürlich immer, aber darüber hinaus auch eine bestimmte Werthaltung und eine Werthaltung gegenüber Umwelt, Klima, Mobilität, die sich einfach ändert, das merken wir ja auch schon, aber darauf, das brauchen wir auch als Unterstützung für diese Prozesse, die häufig ja auch bedeuten, dass man in private Rechte eingreift, dass man Privilegien, die es bisher gab oder Möglichkeiten, etwas wirtschaftlich auszunutzen, beschneidet, dass man einem Investor vielleicht auch auferlegt, für praktisch die Fassadenbegrünung oder eine Dachbegrünung nochmal zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen. Und da brauchen wir diese Local Heroes, also Vorreiter vor Ort, die einfach auch bereit sind, da nicht nur Geld in die Hand zu nehmen, sondern auch ein Stück weit in der Vorbildfunktion sich zu zeigen. Ich finde, wir sollten uns zum Ende nochmal dieses gesamte MyRoBoard angucken, das da entstanden ist. Vielleicht können wir es nochmal einmal so einrichten, dass wir alle dieses Board sehen, weil da sehen wir dann auch, was für ein Fund da entstanden ist innerhalb von einer Stunde an Ideen, an Anregungen, an Erfahrungen. Und die ganz spannenden Punkte sind natürlich die, wo jeweils Zusammenhänge dran steht. Also da, wo die einzelnen Punkte sich näher kommen, wo es die Überschneidungen gibt. Und das Schöne an so einem Board ist ja, bei einer normalen Präsenzveranstaltung hätten wir es jetzt alle irgendwo hingemalt, dann wären wir nach Hause gefahren und hätten nichts mehr davon gehabt. So ein Board bleibt.